Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях, о которых я упомянул в начале. Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны. В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле всех установленных на всех установленных. Ich sage ganz offen, das ist ein dickes Brett, das wir noch bohren müssen, aber es gibt heute, so ist mein Gefühl von diesem Treffen hier, einen guten Willen, auch schwierige Fragen zu lösen. Und dieser gute Wille gehört ja bei politischen Problemen, wenn man sie lösen will, immer dazu. Und in diesem Sinne darf ich sagen, dass bei allen Problemen, die wir ja ganz realistisch sehen, ich eigentlich mit dem Treffen heute sehr zufrieden bin. Und durch die Taten und die Maßnahmen, die Präsident Zelensky nach seiner Wahl eingeführt hat, sind die Voraussetzungen geschaffen worden, dass wir diesem Dokument wieder Beweglichkeit, Elastizität geben und dass wir es zum Leben erwecken können. Das war heute der Schritt, den wir gemacht haben. Und jetzt müssen wir sehr, sehr hart weiterarbeiten. Daran gibt es gar keine Frage. Aber es ist wieder ein Momentum entstanden, wie man so schön sagt in der Politik, also eine Bewegung. Ich habe in diesem bilateralen Gespräch auch deutlich gemacht, dass wir von der deutschen Seite erwarten, dass die russische Seite mit uns kooperiert und uns die Informationen, die ihr zur Verfügung stehen, auch zur Verfügung stellt. Und das ist das, was man erwarten kann. Wir haben im Augenblick einen Anfangsverdacht des Generalbundesanwaltes, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist das, was ich auch dem russischen Präsidenten gesagt habe. Und ich gehe davon aus, dass die russische Seite ihre Informationen uns zur Verfügung stellt. Jedenfalls fände ich das gut.